Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur 8. Folge von Update Craft. Und wir sind heute hier in diesem schönen Villager-Raum bei den Villagern. Ich habe die da mal in die Ecke getan, weil die... Okay, er hat Spaß anscheinend. Und ich würde sagen, dieser Raum sieht schon die ganze Zeit so hässlich aus und ich würde gerne ihn verschönern. Also würde ich sagen, Timelapse... Starten. So, das war doch schon mal sehr schön. Haben wir sehr viel hingekriegt, würde ich sagen. Es regnet gerade im Hintergrund. Es ist ein sehr schönes Geräusch. Ja, ich habe jetzt hier neun Stück von diesem kleinen, ja, wie soll ich sie nennen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen da die Villager rein. Und ich habe hier auch schon 64 viel zu viele, 64 Lanterns gemacht, die wir dann davor setzen. Und dann würde ich sagen, wir machen dann mal kurz hier die Villager rein. Und gucken, was für Traits wir bekommen. So, ich möchte nicht den Villager treffen. Deswegen habe ich gerade mal kurz die Hitboxen angemacht hier. Zack, perfekt. Holen wir uns das wieder. Und dann schauen wir... Hätte ich gar nicht so viele Minecarts gebraucht. Voll die Verschwendung. Lektron setzen. Angenommen. Was macht er? 24 Emeralds, okay, das ist jetzt nicht so schön. Ist wahrscheinlich gerade nicht die Zeit dafür. Aber auf jeden Fall werde ich so jetzt versuchen, die Trades zu bekommen. Mal sehen, womit wir dabei dann rauskommen. Okay, wow, das ist der erste, der etwas bringt. Und das ist der hier, den ich jetzt hier reingetan habe. Also die ganzen hatten keinen Standard guten Trade und der hat jetzt Mending für 14. Finde ich relativ gut. Also ich habe jetzt eine ziemlich lange Zeit mit den Villagern verbracht und habe so einiges dabei zusammenbekommen. Also Fortune 3 finde ich schon mal gut. Das können wir gleich auf diese Pickaxe hier tun. Und dann können wir uns auch eine neue Pickaxe machen mit Efficiency 5. Weil wir haben ja jetzt nur Efficiency 4. Und natürlich Mending und Silk Touch. Also das wäre eine schöne neue Sache. Unbreaking fehlt leider noch. Ich hoffe, dass dieser nette Typ oder dieser hier mir das noch geben wird. Aber im Moment kriegt man nur so eine Scheiße. Muss aber warten, bis sie wieder anfangen hier zu drehen. Jetzt ist nämlich gerade wieder die Stunde der Wahrheit. Und jetzt kann man gucken. Und wenn man das nicht mag, dann setzt man den neu. Und guckt, Piercing 3 interessiert mich auch nicht. Und das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit mache. Ich, Smite 3 interessiert mich auch nicht. Das ist einfach das, was ich die ganze Zeit mache, bis ich dann jetzt, in diesem Fall ist mein nächstes Ziel. Unbreaking. Am liebsten Unbreaking 3.
Ich wünschte ja, dass ich das jetzt hier auf Kamera bekomme. Dann das wäre stark. Komm schon an Breaking 3, komm schon an Breaking 3. Da haben wir jetzt schon wieder Mending. Wow. Für einen? Für einen Emerald? Das nehme ich. Dann haben wir Mending hier und Mending dort drüben, weil Mending kostet hier nämlich 9. 9 für ein Mending-Buch und es war ist eigentlich auch scheißegal. Aber hier kostet halt Mending nur einen. Dann nehme ich doch lieber diesen hier. Und nehme das Schild hier ab. Dann musst du leider sterben. Dann machen wir dich neu. Wow, wie brutal einfach. Einfach nur, weil der mir nicht besseres Mending, weil der hier mit besseres Mending gibt. So, das mache ich nämlich zwischendurch auch noch. Also, das ist es nicht gerade, dass das das Einzige ist, was ich hier mache. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich noch an Breaking bekomme und dann bin ich hiermit auch fertig. Dann muss ich echt was anderes machen. Unbreaking 2 für einen. Ja, komm, das nehmen wir. Dann müssen wir halt zwei kaufen und die verbinden. Dann haben wir Unbreaking 3. Ist zwar ein bisschen teuer dann, aber was soll's. Was Besseres kann ich mir jetzt nicht vorstellen gerade. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen die relevanten Bücher und versuchen hier was Schönes zusammen zu craften. Erstmal müssen wir auf diese hier Fortune 3 tun, weil wir haben ja Fortune 2 da drauf. Und dann bräuchte ich einmal kurz das hier noch verbinden. Unbreaking 3. Und dann brauchen wir noch eine neue Pickaxe. Ich hatte schon eine gemacht, aber die ist leider. Wir haben hier Efficiency 5, ne? Dann brauchen wir das nicht. Warte, ist die Unbreaking? Die ist schon Unbreaking 3. Ja, dann müssten wir ja an sich nur 5 und Silk Touch und Mending und das auf die Pickaxe. Dann haben wir Unbreaking 3, Efficiency 5 und Silk Touch und Mending. Dann meine Silk Touch und eine normale, also Fortune. Ich nenne die mal Fortune. Mache ich immer so. Fortune, ups. Fortune, Pickaxe. Dann weiß ich, dass das die Fortune Pickaxe ist und hier machen wir dasselbe. Hier schreiben wir dann Silk Touch davor. Das mache ich immer so. Silk Touch. Da ist immer so viel Platz dazwischen. Naja. Kostet 8 Level. Uff. Okay, das habe ich nicht bemerkt, dass wir 8 Level, die nur umzubenennen. Das finde ich aber krass. Gehen wir mal zu Zombie-Farm, wollte ich schon sagen, zu XP-Farm. Ganz praktisch, dann kann ich meine ganzen anderen Tools auch direkt mal wieder aufladen. Auch wenn meine Pickaxe jetzt noch nicht so viel Damage hatte. Aber alles muss aufgeladen werden. Wir haben jetzt schon wieder 5 Level, vielleicht haben wir 8 und dann läuft das. So, damit haben wir unser 18 Level sogar. Ich habe den Rest alles aufgeladen hier von meinen Tools. Damit habe ich gemerkt, dass wir auf dem Helm gar kein Mending haben, sondern nur auf den drei Sachen. Und wir die an sich auch mal ein bisschen ab verbessern können. Vor allen Dingen Protection. Protection ist ja das Beste jetzt, aber da hatte ich zum Beispiel nur Fire Protection, da könnten wir normales Protection drauf machen und natürlich noch Mending und vielleicht Respiration, wenn wir irgendwie sowas kriegen. Wobei es auch relativ unnötig ist. Finde ich jetzt so. Muss ja jetzt nicht jeder unnötig finden. So, dann können wir jetzt diese Silk Touch nennen. Hat ja nur 8 Level jetzt gekostet und wir haben dann Silk Touch und Fortune. Ich würde die Fortune dann immer drin haben und Silk Touch dann immer dabei, also immer benutzen. Und die Unbreaking, das können wir erstmal hier rein tun. Hier habe ich auch noch ein Mending-Buch drin. Ah, apropos Mending. Dann machen wir das gleich mal mit dem Helm. Mending. Zack. Perfekt, dann haben wir auch Mending auf dem Helm. Oh, und es ist Nacht. Wir sollten schlafen. Wir hatten ja, falls ihr euch noch erinnert, den Beacon. Aber er ist leider nicht voll. Also er hat nur zwei Stufen. Und das ist ein bisschen wenig. Deswegen würde ich gern ein bisschen mehr Eisen haben. Und wie kriegt man Eisen? Naja, durch eine Eisenfarm, beziehungsweise Iron Golem Farm. Und die wollte ich an sich in dieser Folge schon mal anfangen. Damit wir unendlich viel Eisen haben.
Und dann, ja, so große Beacons bauen können, wie wir wollen. Wenn es zu Iron Farms kommt, ist natürlich die Frage, welche? Es gibt so viele Iron Farms, verschiedene Designs, alles Mögliche bis zum geht nicht mehr. Und deswegen habe ich mich jetzt an sich entschieden, weil ich gesehen habe, dass sie schon funktioniert in der neuesten 1.15.2 Version. Dieses Design hier von Nembom, ich setze es euch in die Videobeschreibung, den Link zu seinem Video. Und genau das hier wollte ich jetzt ja, auf dem Update Craft Server bauen. Das heißt, wir brauchen eine Größe von 33 mal 33 Blöcken. Das ist aber die Frage jetzt. Wohin? Wo machen wir es hin? Also wir können es natürlich einfach hier hin klatschen. 33 mal 33, aber ich hätte eher gedacht, dass wir es schon so vielleicht hier hin tun. Ich weiß es nicht, aber da müssen wir auch wieder ein bisschen terraformen hier. Also ich bin mir unsicher, ob wir einfach hier alles voll klatschen jetzt mit Farmen. Weil ich meine, es ist ja nicht gerade klein und es sieht halt einfach so, weiß nicht, vielleicht möchte man es nicht in der Gegend von seinem Haus haben. Aber ich würde jetzt sagen, ich baue das. Ja, wir müssen auch die Villager hierhin transportieren, ne? Also, ich würde sagen, wir bauen das hier so hin. Ich habe hier. Was man nicht alles für einen coolen Jumpcut tut. Nein, ja, ungefähr hier würde ich das. Ich. Was zum. Da ist ein unsichtbarer Block anscheinend. Ah, jetzt nicht mehr, okay. Ich würde sagen, wir tun das genau dahin. Also genau hierhin. Ich hoffe, das sind 33 mal 33. So groß wird das dann ungefähr sein. Es ist doch ein bisschen größer, als ich mir vorgestellt habe, aber das passt. Dann ist es halt genau hier. Und dann müssen wir halt damit leben, dass es ein bisschen hässlich aus wie es sieht. Wir können es ja danach ein bisschen verschönern. Das, was ich ja immer gerne mache, ein bisschen verschönern. Und dann würde ich sagen, ich gehe kurz schlafen, weil es halt gerade Nacht wird und dann fange ich an, das zu bauen. So, ich habe jetzt eine Weile Ressourcen gesammelt und ich hoffe, dass ich alles zusammen habe, was ich so brauche. Zum Glück kann man jetzt hier ja Schulkerboxen mitnehmen. Von daher ist das jetzt nicht wirklich das Problem gewesen. So, ach ja, die brauche ich ja jetzt, um das Konstrukt zu bauen und das Bett, weil es gleich wieder Nacht wird. Ja, dann fange ich einfach mal an. Und ich glaube, ich mache daraus mal keine Timelapse. Sonst fühle ich mich beobachtet. Ganz kommt das irgendwie nicht hin mit der Länge, Breite, wie auch immer. Scheint ein Block zu klein zu sein, irgendwie. Das, was ich unten gemacht habe. Okay, vergesst einfach, was ich gesagt habe. Psst. So, jetzt haben wir die vier Zellen schon mal hingebaut, also da kommen die Villager dann rein. Und in die Mitte kommt natürlich noch dieses, wie heißt das eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall das Band, auf dem dann der Zombie dann rumläuft, um die zu erschrecken, damit sie dann Iron Golems spawnen. Und das muss jetzt noch hin und ich glaube, das ist das Schwerste überhaupt. Boah, ich hatte gar keine Ahnung mehr, wie schlimm es ist, wie schlimm es einfach ist, in der Luft zu bauen. Uff. Gut, dass ich keinen Timelapse davon gemacht habe, weil das hätte schrecklich ausgesehen. Gut, dann setze ich jetzt nochmal das Teil in die Mitte und dann ist das Ding fertig. Dann können wir die Villager und den Zombie rausbringen. Ich brauche gerade noch ein bisschen Stein für die Farm. Deswegen erweitere ich gerade hier meine Strip Mine. Einfach um ein bisschen Stone zu bekommen. Also ist ja an sich. Oh, ich habe keine Fackeln. Na, dann muss das jetzt erstmal reichen. Ah, vielleicht. So, es ist vollbracht. Wir haben es beendet. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ihr gerade Geräusche hört, die sind nicht von diesem Spiel, sondern von der Welt, in der ich gerade, also in Nembombs Welt, um zu gucken.
So, also die Schafgeräusche sind von hier, ne? Aber die Zombie-Geräusche gerade waren nicht. Das sieht doch gut aus. Das sieht schon fast fertig aus. Das Einzige, was noch fehlt, ist auf jeden Fall für die Iron Golems, die dann runterfallen, müssen wir hier noch eine Art, ja, Sterbehilfe-Center bauen. Sterbehilfe-Center. Und dann natürlich noch die Villager reintun und den einen Zombie, den kriegen wir ja von der Zombie-Farm, das ist ja nicht das Problem. So, die Sterbehilfe-Kammern sind eingebaut. Oh, mich hatte gerade hier ein Creeper erwischt. Ich habe mich so erschreckt. Uff. Ja, also hier sind jetzt die einzelnen Sterbekammern eingerichtet. So in etwa, was soll ich eigentlich mit diesem? Warum ist da Fleisch? Toll, jetzt ist es in der Kiste, ja. Also die einzelnen Sterbekammern sind auf jeden Fall eingerichtet. Ich habe die jetzt noch nicht verbunden. Das mache ich irgendwann anderes Mal. Ich sehe einfach nur jetzt zum Testen, ob es funktioniert oder nicht. Heißt, jetzt setzen wir nur noch die Villager. Nur noch. Guck mir in die Augen. Nur noch. Ja. Nur noch die Villager und die Zombies rein. Glücklicherweise habe ich einen Zombie, der was in der Hand. Also, ich habe ihm einfach einen Block zugeworfen, dass er hier nicht krepiert. Zufällig ein Block drüber. Auf jeden Fall habe ich schon mal einen Zombie. Jetzt fehlt an sich nur noch. Ja, Villager. Endlich. Ich mache das nie wieder. Das Beste ist, ich muss es nie wieder machen. Zumindest für diese Staffel nicht. Da ist unser lieber Dude mit dem Steinblock in der Hand. Ach Gott. Aber es sieht schon geil aus. Da ist noch der Turm mit den Rails, um da hochzukommen. Die Villager hochzuschicken. Und Creeper. Auf jeden Fall. Sollte ich schlafen gehen, aber mein Bett ist da. Der Monster ist nie. Auf jeden Fall funktioniert es. Immer je nachdem, wo er gerade ist. Jetzt ist er gerade da. Da kommt auch ein Iron Golem. Wir gehen mal da runter, bevor wir explodieren. Und es funktioniert dann. Es macht jetzt andere Geräusche zwischendurch. Keine Ahnung warum. Aber hier haben wir schon 13, 14, 15, 16 Iron Ingots und das ist doch genial. Und sie funktioniert schön, da ist schon der nächste. Das freut mich. Als Nebenprodukt haben wir natürlich die Poppies, also die Rosen, so in etwa. Aber das müsste uns eigentlich egal sein. Ich hoffe, ich explodiere jetzt nicht, wenn ich wieder hochkomme. Ab! Ba, 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 ba. Ja, es funktioniert auf jeden Fall und ich bin froh, dass es funktioniert. Ich bin so froh, dass es funktioniert. Da ist der nächste. Und ich habe es aus Glas gemacht, weil ich dachte. Überall Creeper. Weil ich dachte, es sieht halt einfach besser aus dann. Oh, die sind ja dumm. Die kommen ja gar nicht hier rüber. Genau. Da war was. Rails können sie nicht denken. Da können sie nicht rüber, genauso wie Zombies. Und ja, es sieht schön aus, deswegen habe ich es aus Glas gemacht. Wenn wir dann Connected Textures haben von Optifine, dann haben wir sehr schöne Türme hier stehen. Sie sehen zumindest sehr, also ein bisschen schön aus. Man könnte natürlich noch in Erwägung ziehen, hier diese Steine da einmal auf der Seite runterzuziehen. Oder wenn wir genug Eisen daraus haben, das aus Eisen zu machen. Das wäre natürlich auch sehr schön. Müssen wir nochmal überlegen, wie wir das machen. Und damit würde ich natürlich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergisst nicht, dieses Video zu kommentieren und einen Daumen nach oben zu hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen nach unten, aber generell solltet ihr auf jeden Fall eine Bewertung hinterlassen. Wir haben ziemlich viel geschafft heute und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wir sehen uns bis dahin. Ciao!